Women Hit Harder, Folge 34. Und ich bin ziemlich froh und glücklich, euch heute mitteilen zu können, dass Jutta Kleinschmidt, Rallye-Legende, erste Frau in Dakar, heute mein Gast ist. Jutta, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch total. Du gehörst zu den weltweit erfolgreichsten Frauen im Motorsport. Du bist studierte Physikerin und Ingenieurin, hast selbst an Autos mitentwickelt und getüftelt. Und jetzt bist du hier. Wollen wir einfach mal so einsteigen, wie du sozusagen auf den Motorsport gekommen bist? Ja, auf alle Fälle. Also bei mir war das eher Lust zum Abenteuer, wie ich zum Motorsport gekommen bin. Und zwar wollte ich unbedingt ein Motorrad haben, als ich jung war. Und Autos haben mich eigentlich noch gar nicht so interessiert. Also habe ich einfach mir nach dem Führerschein gleich mal ein Motorrad gekauft. Und dann wollte ich auch relativ schnell ins Gelände, weil das fand ich viel cooler als auf der Straße rumfahren. Und ja, gesagt, getan. Und dann habe ich von dieser Dakar-Rallye gehört, die ich total faszinierend fand. Und ich gesagt, wow, das ist so eines der letzten großen Abenteuer, die man hier noch auf diesem Planeten machen kann. Und ja, und dann habe ich beschlossen, diese Rallye mir anzugucken. Also am Anfang war dann überhaupt gar keine Idee, das irgendwie mitzumachen. Das wäre viel zu, ja, utopisch gewesen. Und dann bin ich diese ganze Rallye so als Urlauberin völlig verrückt mitgefahren, vor allem zu einer Zeit, wo es einfach noch kein Handy gab und kein GPS und gar nichts, mit dem man sich da ja wirklich gut hätte durchnavigieren können. Aber es war natürlich ein Riesenerlebnis. Und als ich dann nach 3 Wochen in Dakar mit diesem Rallye-Tross ankam, da kam dann dieser große Wunsch, doch auch selber als Teilnehmer mitzumachen. Ja, und wenn man was wirklich sich wünscht und dafür hart arbeitet, dann kann man das umsetzen. Dann habe ich erst mit einem Motorrad teilgenommen und nachdem ich da einige Erfolge hatte, konnte ich dann auch umsteigen ins Auto. Ja, großartig. Ich habe immer so ein bisschen gelesen und ich hoffe, dass ich jetzt mich nicht irre, aber du bist ja 17 Mal auf der Rallye Dakar gefahren. Ja, ich bin 17 Mal als Teilnehmer mitgefahren und eben dieses eine Mal nebenbei. Ja, großartig. Und du bist ja auch eine derjenigen, die ja wirklich, wie du schon sagtest, also ich meine, ich war leider nicht dabei, aber du bist ja auch mit Motorrad und mit einem Auto gefahren. Ja, ich habe mit dem Motorrad eben angefangen, bin dann 4-mal mit dem Motorrad dabei gewesen und dann brauchte ich eine neue Herausforderung. Und da fand ich eben Auto total spannend und mit dem Erfolg, den ich am Motorrad hatte, habe ich es eben dann auch geschafft, diese Sponsoren aufzutreiben, dass ich im Auto mitmachen kann. Lass uns doch direkt mal dabei bleiben. Wie funktioniert es, jemanden, also insbesondere Sponsoren, davon zu überzeugen, dass du sozusagen, das ist ja immer so eine Frage, ne? Hast du das jetzt so verdient? Bist du sponsorwürdig? Was hast du denen erzählt oder was hast du da dargeboten, dass sie gesagt haben, ja, das machen wir jetzt so? Also ich habe eigentlich immer erst ganz klein angefangen, weil wenn man einen Partner hat und dem sagt, so ja, du, ich brauche jetzt hier mal ordentlich Kohle, damit ich da fahren kann, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Also ich habe sehr klein angefangen. Ich habe natürlich erstmal selber hart gearbeitet, dass ich mir die Teilnahme finanzieren kann. Also da hat mir am Anfang ja überhaupt keiner was dazu gegeben. Das geht nicht. Also man, ohne dass man was vorzeigen kann, also außer man hat, ich weiß nicht, ganz besonders gute Kontakte, keine Ahnung, aber wird es nicht funktionieren. Und dann habe ich eben versucht, für sehr kleines Geld Sponsoren schon auf mein Motorrad zu bekommen. Und das hat dann super funktioniert. Und dann habe ich das ausgebaut, ne? Also wenn die erstmal das Vertrauen in dich haben für kleines Geld, dann sind die nachher auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Und natürlich muss man auch ein bisschen mehr tun, als vielleicht nur den Aufkleber auf das Fahrzeug zu pappen, sondern was auch sehr, sehr wichtig war, ich habe dann relativ früh angefangen mit Veranstaltungen, dass ich eben einfach Events mir ausgedacht habe für die Sponsoren, eben aber auch zum Beispiel Vorträge für die Sponsoren bei denen ihren Events. Also es ist sehr wichtig, dass man diese Sponsoren sehr pflegt und natürlich auch versucht, gute Presse zu bekommen. Das ist auch harte Arbeit, also viele, die vielleicht auch schon oben sind, vergessen das manchmal, dass also gerade die Presse für uns super, super wichtig ist, die Fans ganz, ganz wichtig sind, weil die gucken es an. Und wenn es keiner anguckt und wenn es keiner, ja, keine Beiträge darüber gibt und du da auch nicht drin bist, dann wirst du auch wahrscheinlich keine Sponsoren finden. Darf ich mal fragen, über was für Dimensionen wir hier sprechen, wenn wir von kleinen und großen Summen sprechen? Ich kann mir Ja, das kommt. vorstellen.
Das kommt total darauf an, in welcher Kategorie ich fahre, ja. Also wenn ich jetzt mit dem Motorrad als Privatmensch losfahre und es auf dem niedrigsten Niveau mache, also sprich, wo ich auch angefangen habe, ohne Mechaniker, ohne alles, also auch selber versuchst, dein Motorrad zu reparieren, dann redest du halt von dem Motorrad und vielleicht einer Summe von 30.000 Euro für eine Dakar-Rallye. Ja, das ist schon ein Event, ne? Die anderen Events sind ein bisschen billiger. Da kannst du dann, das habe ich natürlich auch gemacht, vorher andere Events fahren. Da kommst du dann vielleicht mit 5.000 hin, aber plus Motorrad natürlich und deine Ersatzteile und wenn du was kaputt machst. Aber die Dakar-Rallye, die ja die bekannteste ist, ist schon extrem teuer. Und wenn du das aber mit einem Top-Auto machen möchtest und dich in einem Team einkaufen möchtest, was du heute kannst, da musst du praktisch fast 1 Million auf den Tisch legen. Nur für eine Dakar-Rallye. Du bist aber noch nicht mehrere Rennen gefahren. Also das ist schon sehr, sehr kostenintensiv. Aber gut, dann bist du natürlich auch ein Top-Auto. Du kriegst auch schon kleine Autos. Wir haben ja jetzt diese Einsteigerklasse, die wir T4 Side-by-Sides nennen bei der FIA Cross-Country. Die sind wesentlich billiger. Da kannst du natürlich schon ein schönes Rennen auch mal für 10.000 fahren, ne? Oder die Dakar vielleicht für 100.000. Also aber auch schon ganz schön viel Geld. Also selber zahlen ist echt schwierig und deswegen sollte man versuchen, Partner zu finden. Also, du hast ja gerade vielleicht gesehen, mir ist auch mal so ein bisschen die Kinnlade runtergestürzt. Ich dachte schon, dass es natürlich hochpreisig ist, aber dass das solche Dimensionen sind, das war mir wirklich nicht klar. Und vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass du ja zwischen 1988 und 2007 sechsmal unter den Top 5 gelandet bist und dass du 17 Mal teilgenommen hast. Oh mein Gott, da darf man gar nicht dran denken, oder? Andererseits ist es Ja, natürlich auch absolut. Na, Lebenserfahrung, wobei, genau. ja, aber wie gesagt, das habe ich ja nicht selber dann bezahlt, sondern ich habe mich ja ganz klein hochgearbeitet. Wie gesagt, als Privatfahrer, alleine, ohne Mechaniker, da habe ich noch alles selbst bezahlt. Das nächste Jahr, wo ich dann, 2 Jahre musste ich dann wieder sparen, bis ich die zweite Teilnahme machen konnte auf dem Motorrad. Und dann hatte ich aber schon kleine Unterstützer, da habe ich nicht mehr alles selbst bezahlt und habe ich meinen Mechaniker mit 3 anderen Motorradfahrern geteilt. Also man tut sich da ja hocharbeiten sozusagen, ne? Aber selbst als ich die Dakar gewonnen habe, habe ich immer noch Mitsponsoren gefunden, ne? Und erst danach war ich dann ein echter Werksfahrer. Also das ist dann, wenn man nicht mehr Sponsoren suchen muss, sondern bezahlt wird fürs Fahren. Ja, aber das dauert. Vor allen Dingen, du sagtest ja gerade sozusagen die Fähigkeiten selber daran rumzutüfteln. Ich meine, du als Ingenieurin und Physikerin, du hast ja selbst auch Autos mitentwickelt. Wahrscheinlich bist du ja auch in der Lage. Ich meine, das hast du auch in einem Buch geschrieben. Da gehen wir später noch drauf ein. Aber die Konzentration zu behalten, ne? Also 3 Wochen lang rennen, so und so viele Stunden am Tag und dann noch selber daran rumzubauen, das ist natürlich auch echt nicht einfach, oder? Nein, absolut. Also muss man natürlich auch topfit sein. Also Konzentration hat auch viel mit Fitness zu tun. Das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, weil auf dem Motorrad weniger, weil wenn du da nicht fit bist, dann kommst du auch nicht weit. Aber auf dem Auto kann man natürlich schon erstmal Auto fahren, vielleicht auch wenn man nicht ganz so fit ist. Nur wird man dann einfach schnell langsam, weil man die Konzentration verliert und weil es dann doch anstrengend wird. Und da muss man natürlich dann, wenn man Erfolg haben will, auch topfit sein. Eben gerade wegen dieser Konzentration, dass man die eben nicht durch, ich sage jetzt mal, dass der Körper müde wird, verliert. Ja, das ist natürlich wahr. Das kann ich auch nur bestätigen. Ist ja bei meinem Sport auch nicht anders. Ich weiß noch, wir mussten manche Trainings machen und dann musste ich parallel Rechenaufgaben machen oder ach, die verrücktesten Dinge, ja, und nur um meine Konzentration zu schulen und mich so auf den Punkt zu fokussieren, dass da sozusagen nichts an mir vorbeilief. Ja, das ist da sehr ähnlich. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich in jedem Spitzensport sehr ähnlich, ne? Also eigentlich ist es auch so ein Beruf. Also wenn ich heute eine lange Besprechung habe, mittlerweile haben wir das ja jetzt videomäßig oft, ja, noch länger als früher, weil heute die Leute dann nicht mehr zum Flughafen müssen und der Termin dann endlich beendet ist, sondern weil man vorm Bildschirm sitzt und Videokonferenz macht. Und da merkt man das schon. Also wir haben manchmal Mammutkonferenzen, die gehen 8 Stunden. Und ja, da muss man schon die Konzentration behalten. Das ist sehr ähnlich, ne? Ja, absolut. Ja, du hast, ich habe ja hier auch dein Buch, das habe ich dir ja gerade schon mal gezeigt. Ich möchte unbedingt mal, wenn es okay ist für dich, daraus kurz was
vorlesen. Du hast ja so viele großartige Sachen darin beschrieben, wo ich mich natürlich auch also total wiedergefunden habe. Und wie bitte? Das freut mich natürlich. Hier ist auch zum Beispiel auf Seite 178, da hast du dein Kapitel körperliche Fitness. Ja, da möchte ich kurz lesen. In meiner Sportart brauche ich das Ausdauertraining vor allem für die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit. Bei einer Rallye Dakar ist man 3 Wochen lang jeden Tag von morgens bis abends im Auto. Die Spezialprüfungen dauern mehrere Stunden. An diesen Punkten muss die Konzentration über einen sehr langen Zeitraum aufrechterhalten werden. Verliere ich sie, werde ich langsamer oder mache sogar Fehler. Und solche Fehler natürlich gerade beim Autofahren in so Höchsttemperaturen und Geschwindigkeiten können natürlich fatal sein, ne? Ja, absolut. Also ich meine, dann liege ich vielleicht im Graben oder auf dem Dach, ne? Also das ist klar. Also bestenfalls werde ich nur langsamer. Ja. Und schlimmstenfalls mache ich das Auto kaputt, ne? Na, dann hast du hier auch noch geschrieben, in meiner Hochphase als Motorsportlerin habe ich natürlich wesentlich mehr trainiert, in der Regel mindestens 4 bis 5 Mal in der Woche. Fahrradfahren war für mich das ideale Ausdauertraining, wobei eine Einheit im Durchschnitt 3 Stunden dauerte. Meistens war ich mit dem Fahrrad in den Bergen hinter Monte Carlo unterwegs. Ich liebte es immer schon in der Natur und in den Bergen zu trainieren. Joggen war für mich eine Alternative, wenn ich unterwegs war und kein Fahrrad zur Verfügung. Und dann schreibst du weiter, also sozusagen während der Fahrt, dein Helm wog mit der eingebauten Sprechfunktion fast 1,5 Kilo. Dieses Gewicht musste der Nacken natürlich erstmal über mehrere Stunden am Tag abfangen. 1,5 Kilo, das ist ja Wahnsinn. Also da so gerade Nacken, ne? Jeder weiß, ja, dass der mal irgendwie so einen Auffahrunfall hatte oder ein kleines Schleudertrauma, wie lange man damit zu tun hat, ja? Hast du dann auch sozusagen mit, also die spezialisierten Übungen und natürlich regelmäßiges Physio und Kraft? Absolut. Wir haben also selbst beim Rennen immer ein Physio dabei gehabt, ne? Der abends dann auch den Nacken wieder ein bisschen behandelt hat, um den locker zu kriegen. Und natürlich musst du spezielles Training machen. Also ich habe ja auch mal gerodelt, ja? Und man möchte es ja nicht glauben, beim Rodeln ist auch der Nacken ganz, ganz wichtig, weil wenn du siehst, wie die Rodler auf dem Schlitten liegen, also nicht die, die auf dem Bauch liegen, sondern auf dem Rücken, und dann müssen die immer so gucken. Ja. Ja? Und da hast du auch diese Fliehkräfte in der Kurve, die da versuchen, den Kopf dann nach hinten runterzudrücken. Und wenn du den einmal da hinten hast, dann wird es echt schwierig, ihn wieder nach vorne zu kriegen. Und dann siehst du nämlich nicht mehr, wo es hingeht. Also das ist auch ein Sport, wo man den Nacken trainiert. Und nachdem ich den früher schon mal gemacht habe, war das ganz gut. Dann wusste ich eigentlich auch schon, was man ganz gut für den Nacken machen muss. Heute sind die Helme übrigens Gott sei Dank ein bisschen leichter geworden. Aber trotzdem, man muss ja jeden Sprung, jede Bodenunebenheit geht natürlich auf den Helm und auf den Nacken. Ne? Ja, natürlich, genau, die Kompression, ja, der Wirbelkörper und der Bandscheiben, das ist nicht zu unterschätzen. Da muss man sich irgendwie mal wieder in die Länge ziehen lassen. Ja, genau, so ist es aber, echt, ja. Also und Physio zieht einen dann wieder in die Länge, man verliert so einen Millimeter. Genau, nicht dieses Redewort, ich mach dich lang, komm nicht von irgendwo. Aber Jutta, auch du hast in deinem Buch wirklich so großartige Sachen geschrieben. Auch hier also eine Sache, die mich persönlich auch sehr bewegt, weil ich da total bei dir bin. Du schreibst, Erfolg kommt nie über Nacht. Doch wenn man ein neues Projekt beginnt, möchte man ihn möglichst schnell sehen. Das ist normal, vor allem wenn man hoch motiviert ist, was wir beide sind. Man kann es gar nicht abwarten, endlich seine Ziele zu erreichen, seine Träume zu verwirklichen. Aber oft dauert es eben, bis der Durchbruch kommt. Wie lange hat es denn bei dir ungefähr gedauert, bis der Durchbruch kam? Was würdest du als deinen Meilenstein, als deinen Durchbruch bezeichnen? Also ich glaube, einer der wichtigsten Durchbrüche war schon meine erste erfolgreiche Teilnahme bei der Dakar Rally, also wo ich ins Ziel gekommen bin. Man muss sagen, früher war die Dakar Rally ja noch länger, eben heute ist ja viel, viel kürzer, ist ja noch, jetzt ist es also so noch so 12 Tage, früher waren es eben fast 3 Wochen und die Etappen sind auch kürzer geworden. Deswegen ist es heute auch noch schwer, aber früher war halt vor allem das Ankommen, was übrigens heute auch noch so ist, war einfach der Knaller. Also wenn du nur da angekommen bist, dann warst du schon ein Hero sozusagen. Und vor allem auf dem Motorrad, weil Motorrad natürlich noch viel, viel härter war anzukommen als auf dem Auto. Du bist alleine unterwegs, ist es physisch noch viel, viel anstrengender. Also als ich das erste Mal angekommen bin bei der Dakar und ich mir dann auch noch so eine
verrückte Idee überlegt habe, mit diesem Serienmotorrad da zu fahren. Also ich habe dann, um Sponsoren und Unterstützung zu finden, BMW davon überzeugt, mir ein ganz normales Serienmotorrad zu geben. Und ich würde dann mit diesem Motorrad mit nur ganz kleinen Veränderungen die Dakar-Rallye fahren. Und blöderweise war das dann auch noch die allerlängste Dakar-Rallye in der Geschichte. Die ging nämlich nach Kapstadt, statt nach Dakar, durch den ganzen afrikanischen Kontinent. Das habe ich natürlich erst erfahren, als ich diese Idee dann schon publik gemacht hast. Publik gemacht hatte, weil die Strecke wird immer erst ein bisschen später bekannt gegeben. Also wie auch immer, da musste ich da durch und das war ein Mega-Unternehmen. Und Wahnsinn, dass ich das überhaupt hingekriegt habe, auch dank meines Mechanikers, den ich mir mit drei anderen geteilt habe, die Gott sei Dank sehr früh ausgefallen sind. Gott sei Dank für sie, aber für mich, weil ich hatte dann den Mechaniker für mich ganz alleine. Das hat mich gerettet, weil wir haben wirklich ganz viel geschraubt und ich habe dann tatsächlich das Ziel gesehen in Kapstadt. Und BMW war dann so begeistert, dass die haben ja nie daran geglaubt, dass das überhaupt geht mit dem Serienmotorrad. Und die waren dann so begeistert, dass sie mich sofort zurückgeholt haben und eine riesen PR-Kampagne gestartet haben. Ich bin dann durch ganz Deutschland und auch teilweise andere Länder mit dem Motorrad getingelt. Und das war natürlich super. Und von dort an habe ich es geschafft, eben jedes Jahr auch die Sponsoren zu finden. Das hat mir meinen Durchbruch eigentlich ermöglicht. Ach, das ist so schön, während du das erzählst, ich fühle es so richtig, ja, weil du auch so, du blühst dabei nochmal so richtig auf. Du bist kurz zurückgegangen und man fühlt sich, als wäre man bei dir in der Wüste und fährt damit, ja. Hammer. Aber auch in puncto Navigation, ne? Du sagst es schon, es gab ja damals nicht die Technik, die es heute gibt. Lass uns doch mal darüber sprechen, was das eigentlich für eine Herausforderung ist. Ja, die ist heute auch noch so, weil vieles nicht erlaubt ist, damit das wieder ein bisschen schwieriger wird. Mhm. Aber früher war es halt so, es gab kein GPS. Ne? Also heute gibt es GPS und es gab auch kein Handy, es gab auch kein Satellitentelefon, was es ja heute alles gibt. Oder vielleicht gab es ein Satellitentelefon, aber das war so groß, dass wir es nicht transportieren können. Wahrscheinlich eine Schüssel, die so groß wie das Dach ist. Wie auch immer. Du warst unterwegs wirklich komplett alleine und konntest auch, du hattest nur ein Roadbook, das ist so ein sowas ähnliches, wie man kennt von der Schnitzeljagdveranstaltung, ja, also so linke Seite Kilometerangabe, in der Mitte so ein Bildchen, was da passiert. Und damit geht es jetzt in die große Wüste, ja. Also wenn du dich einmal verfahren hast und das Roadbook nicht mehr stimmt, warst du eigentlich ein bisschen verloren, weil du dann überhaupt nicht wusstest, welche Himmelsrichtung muss ich denn jetzt fahren? Weil, wie gesagt, kein GPS. Und das war schon extrem, weil du natürlich unheimlich Angst hattest, dich zu verfahren. Also du musstest immer, wenn du dich verfährst, dann wirklich schauen, welchen Weg bin ich gekommen und versuchen, wieder diesen Weg zurückzufinden, was manchmal auch nicht so einfach ist. Und dann wieder da einzufädeln, wo du das Roadbook verloren hast. Und das war schon sehr, sehr nervenaufreibend, wenn man sich verfahren hat, sagen wir es so. Und dann kam, noch in meiner Motorradzeit, kamen dann die ersten GPS-Geräte, die man auch auf dem Motorrad installieren konnte. Und dann hat eigentlich eine super Zeit begonnen, weil dann konnte man, da wusste man wenigstens, wo man ist und zumindest die Himmelsrichtung zu dem nächsten Punkt und dann konnte man sich da schon irgendwie durchschlängeln. Also selbst wenn du dich verfahren hast, hast du vielleicht Zeit verloren, aber du warst nie komplett verloren, ja, also dass du gar nicht mehr wusstest, wo geht's hin und dann vielleicht irgend so eine Notrakete abschießen musstest, weil du so verloren warst. Das war dann schon toll und später ging das natürlich immer weiter und dann war die Navigation auf einmal so einfach, dass die Veranstalter gesagt haben, so das ist jetzt auch nichts mehr, ne? Weil dann haben die Autos haben dann schon Bildschirme drin gehabt mit den Satellitenmappen hinterlegt und wo sie dann waren und haben natürlich abends ausgearbeitet, wo es lang geht, mit dem Roadbook, was sie bekommen haben. Da kann man ja natürlich mit Satellitenmappen schön gucken, wo fahre ich denn am nächsten Tag. Und dann haben sie sich Strecken ausgedruckt oder vielleicht sogar schon in diesen Geräten hinterlegt. Also dann wurde auf einmal die Navigation zu leicht. Und dann ist der Veranstalter oder die Veranstalter hergegangen und haben gesagt, so, das geht jetzt auch nicht mehr. Dann haben sie diese Geräte wieder verboten. Und heute ist man auf einem Stand, dass es jetzt praktisch diese GPS-Geräte natürlich gibt, aber es gibt nur vom Veranstalter vorgegebene W-Punkte und die öffnen auch nur, wenn du in einen Radius reinkommst, zum Beispiel 1 Kilometer von diesem Punkt entfernt.
Und dann siehst du erst, wo der Punkt ist. Also das heißt, du fährst die meiste Zeit auch ohne GPS-Unterstützung, musst nach wie vor nach dem Roadbook fahren. Aber wenn du dicht verfahren hast, dann kannst du das freischalten, dann kriegst du natürlich Strafe, aber weißt wieder, wo es hingeht. Und weil aber dann manche auch noch ganz clever waren, die haben dann das Roadbook ja immer am Abend ausgeteilt, haben wir das jetzt auch geändert. Das Roadbook gibt es jetzt nicht mehr am Abend, das gibt es jetzt in der Früh, ganz kurz vorm Start. Und dadurch ist die Navigation wieder richtig schwierig geworden, weil die Leute können nicht abends an Satellitenmappen alles ausarbeiten und sich schon mal angucken, wo es lang geht, sondern jetzt kriegst du es wirklich erst am Morgen, hast also kaum GPS-Unterstützung und der Beifahrer ist wieder richtig, richtig wichtig geworden. Und man hat jetzt ein digitales Roadbook, also bei den Top-Veranstaltungen. Also nicht mehr Papier-Roadbook wie früher, was das Ganze natürlich dann auch noch ein bisschen moderner macht. Sag mal, und die Betankung der Fahrzeuge, das nehmen die Fahrer und Beifahrer selbst vor oder gibt es sozusagen Begleitfahrzeuge, die dafür sorgen? Das wird eigentlich für die Autos, wird das alles in sogenannten Serviceparks oder Bivaks gemacht. Das heißt, von Etappe zu Etappe kommt man ja in einen, wir nennen das bei den Rallyes Bivak. Und dort wird auch betankt. Also da wird dann das Benzin hingeliefert. Jedes Team kann bestellen, wie viel es braucht. Bei manchen Veranstaltungen wird auch an öffentlichen Tankstellen getankt, wenn man weiß, dass der Benzin ist gut genug. Das ist ein bisschen ein Qualitätsproblem in manchen Ländern. Dann aber, wenn der Veranstalter weiß, die Tankstellen sind gut und die Qualität ist okay, dann wird er da getankt. Aber immer auf einer Verbindungsetappe. Im Rennen selber werden die Autos nicht nachgetankt. Allerdings die kleinen Autos für den Nachwuchs, die jetzt nicht so viel kosten, unsere Side-by-Sides nennen wir die. Ja? Das sind so kleine Mini-Buggies, so Strand-Buggies kann man schon fast sagen, sind aber super, machen riesig Spaß und sind eben auch relativ günstig. Die müssen nur 250 Kilometer weit kommen und dann ist in der Etappe eine Neutralisation. Und in der können sie dann auftanken, das zählt dann nicht zur Rennzeit und werden wieder betankt und dann geht es weiter. Das Gleiche ist übrigens bei den Motorrädern auch der Fall. Und sag mal, wenn du sagst, es wird dann bestellt vom Team, da muss man ja ungefähr Dimensionen kennen. In genau. Welchem Bereich bewegen wir uns da? Also wie viele Liter braucht man für so eine Etappe oder für so einen Renntag? Schon viel. Also wir haben ja jetzt ab nächstes Jahr auch erneuerbare Technologien eingebunden, wo ich ganz stolz drauf bin, weil das war harte Arbeit. Also ab nächstes Jahr wird der erste elektroangetriebene Rennwagen fahren, allerdings mit einem sogenannten Energy Generator on Board. Die brauchen dann schon relativ wenig. Es fährt aber voll elektrisch und in Zukunft sind auch Fuel Cell, also mit Hydrogen angetriebene Fahrzeuge, die bei uns fahren. Das ist sicherlich auch etwa, was wir glauben, die Zukunft, um umweltfreundlich zu sein. Aber wenn wir zurückgehen zum Verbrennungsmotor, dann muss man bis zu 50 Liter auf 100 Kilometer rechnen, je nachdem, was man hat. Und wenn du jetzt heute eine Etappe, ich sag mal, von 500 Kilometern hast, ja, dann kannst du ja ausrechnen, dann brauchst du also 250 bis 300 Liter an Bord. Also die Tanks haben meistens heute eine Größe von 350 Liter und das ist schon richtig viel. Ja, absolut. Vor allen Dingen, es ist ja so, Jutta Kleinschmidt, ne? Du stehst für Rallye, du stehst für Frauenmeilenstein im Rennsport, aber du hast ja sozusagen immer noch diesen Titel als lebende Legende weg. Das kannst du ja auch einfach gar nicht ändern. Aber dann machst du ja auch total viel jetzt im Bereich Extreme E, du hast deine eigene Firma gegründet. Lass uns doch nochmal jetzt so darüber sprechen. Du bist nämlich bei der Rennserie Extreme E als sogenannte, ja, in Doppelfunktion als Joker-Fahrerin, wenn jemand ausfällt und natürlich auch in beratender Tätigkeit. Es ist ja so bei der Extreme E, ne, dass du immer einen Mann und eine Frau hast. Also es geht nicht nur um den Motorsport per se, sondern tatsächlich auch, wie du so sagtest, um Gleichstellung in diesem Bereich. Ja, es ist sogar noch anders jetzt. Wie du sagst, war ich praktisch genau das, was du gerade gesagt hast bei Extreme E. Ich war die Joker-Treiberin. Es gibt einen Joker-Treiber und eine Joker-Treiberin, die einspringen, falls eine der Fahrer krank wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht fahren kann. Das war übrigens bei der letzten Veranstaltung in Senegal, in Dakar, der Fall. Da durfte ich einspringen für die Claudia Hirkens, die krank geworden ist und durfte dann sogar das Rennen fahren.
Und was jetzt komplett neu ist, es ist gerade, deswegen weißt du das noch nicht, es ist jetzt gerade, glaube ich, vor 5 Minuten veröffentlicht worden, da die Claudia beruflich wahnsinnig eingebunden ist. Sie ist ja bei BMW tätig und macht dort das ganze Fahrertraining. Werde ich jetzt die restliche Saison in diesem Team als Fahrerin weiterfahren. Was sehr witzig ist, nach so vielen Jahren nicht gefahren zu sein, bin ich jetzt sozusagen in der Extreme E. Was mich aber sehr, sehr freut, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Erstens mal, weil wir mit neuen Technologien, das sind ja voll elektrische SUVs, und fahren und vor allem, weil dieser Mix, den du gerade angesprochen hast, ja super interessant ist. Also es ist immer eine Frau und ein Mann in einem Team und die Gesamtzeit von beiden zählt. Also jeder fährt eine Runde und dann diese Rundenzeit, die Gesamtrundenzeit zählt. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wirklich gleich viele Frauen und Männer an einer Rennserie teilnehmen, was ganz, ganz toll ist. Wir haben ganz tolle Talente, auch wirklich viele junge Mädchen drin, die richtig schnell sind und auch schon in anderen Sportarten große Erfolge reingefahren haben und auch den Männern ordentlich um die Ohren gefahren sind in ihren Serien. Und deswegen ist es jetzt ein tolles Feld. Und wir haben natürlich auch Männer drin, die haben alle nur Rang und Namen. Also das sind alles Weltmeister von Formel 1 bis hin zur Rallycross, Rallye-Weltmeister, also alles mögliche, Dakar-Sieger, also alles ist da drin. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist also wirklich eigentlich ein Race of Champion, wenn man das so will. Und macht riesig Spaß. Also es ist eine ganz tolle Serie, sollte jeder mal ein bisschen mitverfolgen. Jetzt muss ich mal fragen, wann ist denn dein nächstes Rennen sozusagen angesetzt? Ist doch demnächst jetzt. Ja, es dauert noch ein bisschen, ist Ende August in Grönland. Oh Mann, das heißt, du musst ja wieder richtig... Ich habe schon angefangen, nachdem das sich ja schon abgezeichnet hat, dass das eventuell passieren kann. Also seit kurzem trainiere ich wieder viel. Nicht so ein bisschen wie vorher. Ach, das ist großartig. Ich merke auch direkt, wie du strahlst, wenn du davon sprichst. Es ist so toll, wenn man seine Passion in einem Sport gefunden hat, oder? Ja, ich finde es ganz witzig, auch wenn das jetzt eigentlich nicht so geplant war. Aber die Serie, glaube ich, passt gut. Und warum nicht? Ich finde es auch ganz gut, diese, ja, ich sage jetzt auch mal, Generationen Unterschiede. Also wir haben wirklich ganz, ganz junge Mädchen dabei, die schon richtig gut unterwegs sind. Und ja, jetzt kommt halt die ältere Generation auch dazu. Ist ja bei den Fahrern auch so. Da haben wir ja auch Carlos Sainz, der ja in meinem Alter ist. Aber wir haben auch einen ganz jungen Piloten, der gerade erst mal 19 geworden ist. Also finde ich eigentlich ganz toll, dass sozusagen schon fast 3 Generationen da an den Start gehen. Eigentlich ist es ja großartig, auch für dich persönlich, glaube ich, nachdem du ja so ein bisschen sozusagen aus der aktiven Fahrerserie rausgegangen bist, zu sagen, okay, ich habe jetzt nochmal einen Neustart. Also mega spannend, man redet doch immer von Kapiteln im Leben und so, aber bei dir hat sich das ja irgendwie nie so richtig zugemacht. Das blieb ja irgendwie offen. Ja, ich habe das auch, ja, ich war jetzt natürlich seit vielen Jahren nicht mehr profimäßig unterwegs, sagen wir es so. Aber ich habe immer, wenn ich die Gelegenheit hatte, immer die Gelegenheit genutzt und bin gefahren, wenn ich irgendwo eingeladen wurde zu irgendeiner Veranstaltung oder so. Es macht mir ja nach wie vor noch viel Spaß. Natürlich ist es dann sehr wenig, aber jetzt wird es wieder mehr. Und jetzt gucke ich mal, was daraus wird. Ich habe ja Spaß dran und dann sage ich einfach, warum nicht. Absolut, absolut. Aber lass uns nochmal vielleicht sogar bei dem Punkt bleiben, bei den neuen Technologien, auch im Automobilbereich. Du bist ja, wissen wahrscheinlich auch einige, die dich verfolgen und kennen, tatsächlich ein Fan von E. Total, ja. Also ich bin ja schon seit Jahren unterwegs in dieser Richtung, dass mich das sehr interessiert. Ich bin ja Physikingenieur, deswegen habe ich natürlich eine Affinität zu neuen Technologien. Und der Motorsport war auch immer Vorreiter für neue Technologien. Und deswegen war das mir jetzt auch ganz wichtig, dass im Cross-Country-Bereich, wo ich ja die Funktion als Cross-Country-Präsident einer Commission, die für diesen Sport die Regulation gemacht hat, tätig bin, habe ich natürlich ganz
ganz viel dafür gepusht, dass wir diese neuen Technologien einbinden können, was jetzt ab nächstes Jahr der Fall ist. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, weil gerade bei unserer Sportart haben die Firmen die Chance, ihre eigenen Technologien zu bauen und auszuprobieren. Also das Reglement wird weit offen sein, dass wirklich verschiedene Technologien ausprobiert werden können, wie zum Beispiel Fuel Cell Electric. Wir haben auch ein Projekt, sogar Batterie Electric mit Wechselbatterien. Muss man mal sehen, ob es funktioniert, aber ich finde es toll, dass die Leute die Ideen haben und es umsetzen wollen. Natürlich haben wir auch Hybride, die damit reinkommen. Also es gibt eine ganz Menge Technologien, die da jetzt Richtung erneuerbare Sachen unterwegs sind. Auch zum Beispiel E-Fuel, das ist ja Sprit, der aus Elektrizität gemacht wird und nicht aus fossilen Ressourcen, ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig für den Motorsport. Also alles das wird man in Zukunft finden. Und dieser Wettbewerb der Technologien ist halt super wichtig. Und ich glaube, dadurch kommen solche Technologien eben auch schnell voran. Ja, du hattest es auch geschrieben, im Edison habe ich gesehen, das Thema unkontrolliertes Laden. Ne? Also wir sind so, wenn wir fossile Brennstoffe sozusagen nutzen, haben wir eine gewisse Kontinuität. Sie sind irgendwie immer zugegen und irgendwie nutzbar. Wenn man jetzt Sonne und Wasser nutzt, ist es immer noch so ein bisschen, ja, nicht ganz so stetig. Und deswegen ist es dir auch wichtig, deswegen hast du unter anderem auch, glaube ich, deine Firma gegründet, ne? Dieses kontrollierte Laden in diesem. Ja, was ich glaube, was halt einfach fehlt, und das sind Speicher für erneuerbare Energien, das fehlt im Endeffekt. Weil wir haben ja auch in Deutschland das Problem, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, haben wir einen Haufen Strom und wissen nicht so genau, was wir damit machen sollen. Der wird dann teilweise teuer abgegeben, also man bezahlt dafür, dass andere Länder den Strom nehmen. Das ist natürlich nicht sehr befriedigend. Also man sollte diesen Strom einfach speichern können, und da ist zum Beispiel Wasserstoff eine ganz plausible Möglichkeit. Also wir werden da sicherlich einiges in Zukunft sehen. Und sobald wir eben diesen überschüssigen Strom auch speichern können, genügend speichern können, dann kann man ihn eben dann auch verwenden, wenn eben die Sonne gerade mal nicht scheint und der Wind auch nicht weht, ne? Und kann diesen Ausgleich schaffen, was ja momentan sehr einfach ist, mit fossilen Brennstoffen oder auch mit Atomkraftwerken. Die schalte ich halt einfach ein und aus und dann kann ich das ausgleichen. Aber das ist ja nicht das, was man in Zukunft haben will. Dann hast du ja wahrscheinlich dich auch das ein oder andere Mal erklären müssen. Ne? Wie kann es sein, dass Jutta Kleinschmidt auf ESO abfährt? War das so? Musstest du am Anfang definitiv, ganz klar. Also weil ich ja schon sehr früh mich dafür interessiert habe. Also eigentlich das erste Mal, als ich die Gelegenheit hatte, den Tesla zu fahren. Das war im Rahmen eines Autotests. Und das war schon sehr früh, als das erste Modell S rauskam. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich von Anfang an schon sehr überrascht, weil bis dahin dachte man, naja, so ganz ernst nehmen kann man das nicht. Und dann sagte ich, Mann, also jetzt fängt es aber anders. Das müsste man schon mal ernst nehmen. Und es hat mich einfach auch schon begeistert. Und man muss ja auch sagen, dass dadurch auch schon eine Bewegung in die Autoindustrie gekommen ist jetzt. Und wenn man jetzt sieht, Volkswagen setzt voll auf das und alle anderen Hersteller bauen auch E-Autos. Also wo wir am Ende landen. Ich glaube, es wird ein Mix sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht alles verbannen, was wir haben. Ne? Aber ich glaube, wir müssen versuchen, eben auch mit nachhaltigen Treibstoff und eben auch mit diesen neuen Technologien einen guten Mix zu bekommen, dass wir umweltfreundlich fahren. Und ich bin mir sicher, wir kommen dahin. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin mir sicher, die Frage wurde dir schon so oft gestellt, dass sie dir zu den Ohren raushängt, aber ich habe sie ja noch nicht gestellt. Mich würde gerne interessieren, Jutta, wie schätzt du denn ein oder wie wird die Mobilität, du sagtest es gerade gemischt, aussehen in ein paar Jahren, insbesondere im Rennsport? Ja, ich glaube sehr wohl, und das kann man jetzt ganz deutlich sehen, dass auch der Rennsport in diese Richtung gehen wird wie die Autoindustrie. Das muss auch so sein, weil der Rennsport braucht Unterstützer, und die besten Unterstützer ist die Autoindustrie selbst, weil diese Autoindustrie muss entwickeln und braucht natürlich auch Werbung für ihre Fahrzeuge. Aber sie können natürlich nicht Werbung machen für Fahrzeuge, die schon alt sind. Ja, also wir brauchen Werbung für ihre neuen Fahrzeuge, und deswegen wird der Motorsport auch in diese Richtung gehen. Und
Aber wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich selbst glaube wirklich auch an Brennstoffzellen, elektrische Fahrzeuge, gerade für den Motorsport macht das Sinn. Es gibt auch sehr gute Ansätze, was nachhaltigen Treibstoff angeht. Also da läuft momentan auch sehr viel. Also das ist auch super interessant. Also wie gesagt, und wenn man nachhaltigen Treibstoff hat, dann kann man ja auch vielleicht einen Mix mit alten Verbrennungsmotoren machen. Das kommt drauf an, weil man kann ja nicht alle Autos, die jetzt die da sind, wegschmeißen. Ja. Und wir haben ja auch eine ich sage jetzt mal, Oldtimer-Szene. Ja. Und diese Autos willst du ja auch nicht alle einfach in der Garage stehen haben, sondern diese Autos haben ja auch einen Wert und diese Autos werden ja auch gerne mal gesehen und auch bei Veranstaltungen auch spazieren gefahren. Also wenn ich dann eine Lösung habe, und das geht technisch alles schon, also das ist keine Neuerfindung, das zum Beispiel mit E-Fuel zu machen oder anderen nachhaltigen Benzin, dann wird das sicherlich kommen. Und ich denke, dass wir in den Städten sicherlich sehr viel batterieelektrisch sehen können. Macht für mich total Sinn. Ich habe selber mir vor kurzem erst ein Mini-Electric gekauft. Bin super zufrieden mit dem Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist gut. Ich fahre jetzt auch nicht so weit. Damit komme ich 250 Kilometer. Und der zieht ab. Ja, wie Spitzkatze, wie man so schön sagt. Also der macht auch Spaß. Der hat ein gutes Fahrwerk. In Monaco haben wir noch den Vorteil, dass wir auch noch umsonst laden. Ja. Also hier kostet, die unterstützen E-Autos sehr hier in Monaco und da kostet im Moment das Aufladen nichts. Also kann man eigentlich nicht günstiger fahren im Moment und es macht auch noch richtig viel Spaß. Also ich kann mir das für Städten sehr gut vorstellen. Deswegen habe ich mir selber einen gekauft. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es dann wirklich ist. Ich bin ja viele schon gefahren, aber meistens nur bei Veranstaltungen. Und es ist ja dann doch anders, wenn du in deinem täglichen Leben damit konfrontiert wirst und dann siehst, aha, wo kann ich denn laden? Wie geht denn das? Und wie schnell ist das dann wirklich? Und ja, muss ich jetzt da stundenlang Kaffee trinken oder nicht? Also wie auch immer. Ne? Ich siehste, das wollte ich dich eh fragen, was du privat, ob du überhaupt darüber sprechen kannst, was du privat für Fahrzeuge, ob jetzt auf zwei oder auf vier Rädern fährst. Also den Mini E? Ja, ich habe den Mini E und dann habe ich einfach ein Fahrrad, ein ganz normales, ja, mit dem ich viel umeinander fahre. Also ich mache sehr viel mit dem Fahrrad, ich nehme das Auto eigentlich meistens nur, wenn ich einkaufen gehe. Weil ich dann, also wenn ich größer einkaufen gehe, weil ich dann das nicht alles im Rucksack packe. Also, oder auch wirklich, wenn ich zum Flughafen muss, hin und her oder Freunde besuche. Ich habe viele Freunde hier auch an der Côte d'Azur und da nehme ich dann natürlich das Auto, aber ansonsten. Also ich vernehme ja gerade, dass du ja wirklich, also du lebst jetzt in Monaco, ja? Ich lebe in Monaco, ja, schon seit vielen Jahren. Oh, das ist ja großartig. Mhm. Da bist du ja sozusagen direkt an der Basis des Motorsports. Ja, viele wohnen hier, klar. Und es gibt natürlich auch schöne Veranstaltungen hier. Aber was ich halt am meisten schätze, ist wirklich, dass man das ganze Jahr über draußen trainieren kann. Und ich bin wirklich kein Fan von Fitnessstudios, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe die Natur zu viel. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, draußen zu trainieren, was ich hier habe, mache ich das natürlich. Ja, wir sagen ja in unserem Sport auch immer, na, hast du schöne Hallenbräune? Ja, genau. Ja, die habe ich auch bis hierhin. Hallenbräune, aber dann die Sportbräune, die geht ja auch meistens nur bis hierhin. Ja, ich wollte das sagen, bei mir und, ne, ja. Und die Sonnenbrille. Oh Mann. Ich wollte jetzt nochmal, wir kommen jetzt mal zur Rubrik 15 schnelle Fragen. Das ist sozusagen wir werden jetzt immer persönlicher. Mhm. Und zwar Kaffee oder Tee? Eigentlich beides. Ja, also ich liebe Tee und ich liebe Kaffee. In der Früh trinke ich meistens erstmal einen Kaffee und später dann eher Tee. Wenn ich Rennen fahre, nur Tee. Dann lasse ich den Kaffee weg. Oh, ich liebe Pfefferminztee und ganz normalen, also schwarzen Tee. Und Früchtetee mag ich auch gern. Man muss aufpassen, ne, dass man nicht also so zu viel Adrenalin dann ausschüttet, wenn man noch sozusagen dann Tee oder Kaffee trinkt, der einen das Ganze noch massiv steigert. Es kann es schwierig sein. Also der Konzentration on point, ne, da muss man irgendwie aufpassen, dass es so eine Mischung aus Baldrian und weiß ich nicht. Ja, wobei ich ehrlich gesagt unheimlich gern Wasser trinke. Ja.
Also ehrlich, Wasser finde ich immer noch super und ich trinke auch wahnsinnig gerne einen frisch gepressten Orangensaft in der Früh. Also das Kaffee ist jetzt nicht mein Tagesgetränk, ganz und gar nicht. Also wie gesagt, in der Früh ja, aber auch nicht, wenn ich rennen fahre, weil ich habe festgestellt, wenn ich Kaffee trinke, muss ich auch gleich wieder Pipi machen. Das ist nicht so günstig. Ja. Das ist jetzt zwar noch mal was anderes, aber wie machst du das eigentlich, wenn du gerade ein Rennen fährst und du verspürst einen Harndrang? Wie gehst du damit um? Möglichst viel schwitzen. Ja, ne? Ja, echt, das ist die beste Möglichkeit, weil schau mal, die Dakar-Rallye, die ich gewonnen habe, ich mit 2 Minuten und irgendwas, glaube 53 oder 57 Sekunden Vorsprung gewonnen. Wenn ich da nur einmal ausgestiegen wäre, um Pipi zu machen, wäre es vorbei gewesen. Ich wäre Zweiter gewesen. Was ich das Jahr drauf übrigens war und dann bin ich nach Hause gekommen, jeder hat gesagt, Jutta hat verloren. Ja, nochmal so als kleiner Unterschied. Dann versuche ich wirklich ganz viel zu schwitzen. Ja, also sprich, wir haben auch im Rennauto, wir haben ja das Glück, dass wir meistens in warmen Gegenden unterwegs sind. Und heute haben die modernen Rennautos Klimaanlage, was ich persönlich gar nicht brauche, weil ich schwitze gerne im Auto. Aber du hast auch dann, aber ich brauche dann diese Belüftung auf meinen Körper. Also sprich, dass das wirklich hier so Gesicht und hier so ist, Oberkörper. Das kühlt dann übrigens auch, wenn man schwitzt. Und ist sehr, sehr angenehm. Und sollte das jetzt so sein, dass ich unbedingt Pipi machen muss, dann wird es zugemacht, dass ich erstmal richtig fett schwitze. Und das sozusagen rausschwitze. Und das funktioniert an sich ganz gut. Und man muss das aber können, weil du musst ja auch nachtrinken. Ja? Sonst verlierst du die Konzentration auch, wenn du zu wenig trinkst. Also du musst genau wissen, wie viel kann ich nachtrinken, dass ich die Konzentration behalte, aber nicht so viel, dass ich die Blase fülle, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Ich finde es spannend. Deswegen Wasser still oder mit Sprudel? Ich mag es mit Sprudel. Haus. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, beim Rennen fahren still. Also wenn ich jetzt ankomme, und heute ist es übrigens einfacher als früher, weil heute haben auch die Autos spätestens nach 250 Kilometer eine Neutralisationszone, da wo die kleinen Autos auftanken. Da dürfen die nichts machen, aber sie können Pipi machen. Also und früher mussten wir die ganze Etappe durchfahren. Das ist heute übrigens viel einfacher und auch eigentlich von den Fahrern ja, willkommen geheißen, dass die jetzt zwischendrin mal zumindest nach 250 Kilometer Pipi machen können und vor allem auch mal vielleicht was reinschieben können, ohne dabei fahren zu müssen. Und ja, also wo war mal das andere, was ich erklären sollte? Stiller Sprudel hast du, Ja, war genau. die. Und der stille Sprudel, wenn ich jetzt da trinke, also wenn ich zum Beispiel ins Ziel komme oder irgendwo anders bin oder sehr durstig bin, dann in jedem Fall ohne Sprudel. Und auch Zimmertemperatur, also nicht kalt. Genau, Ja. mag ich auch nicht. Das mache ich dann auch nicht. Das kann ich dann so richtig runterschütten. Und das ist dann super. Und der Sprudel mag ich halt, weil es sich noch ein bisschen anders anfühlt. Aber wenn es wirklich um Durstlöschen geht, ist ohne Sprudel definitiv besser. Ja. Haus oder Wohnung? Eigentlich mag ich beides. Wohnung ist super praktisch, weil ich einen Schlüssel umdrehe und bin weg. Also, und Haus ist natürlich aufwendig, weil ich mich um alles kümmern muss. Also ich habe ein Haus, aber in USA. Das ist aber jetzt die meiste Zeit vermietet. Ist aber dann, wie gesagt, aufwendig, weil man sich um alles kümmern muss. Und ich habe eine Wohnung in Monaco, die ist aber auch nur gemietet. Und das ist dann einfacher, weil da kann man wirklich nur einen Schlüssel umdrehen Und und ist ist weg, weg. ne? Ja. Fahrrad oder Auto? Kann ich jetzt auch beides sagen, weil ich liebe natürlich das Auto und wenn ich jetzt eine schöne Straße finde und ich kann da auch mal die Straße genießen und auch vor allem die Landschaft genießen, haben wir ja hier wirklich viele, wie der Col de Turini hier im Hinterland, ist ja super. Aber ich fahre die auch genauso gern mit dem Fahrrad. Also mit dem Fahrrad natürlich auch zum Trainieren. Und deswegen, also zum Beispiel habe ich auch ein Wohnmobil, das steht allerdings in den USA. Und da das Wohnmobil ist natürlich sehr, sehr unpraktisch, wenn es ins Gelände geht. Und da habe ich nur Fahrräder dazu, mit denen ich dann im Gelände die ganze Gegend erkunde. Also das ist super. Auch beides. Alles zu seinem Zweck. Alles zu seinem Zweck, wollte gerade sagen, aber die Ja. Fahrräder, das sind wahrscheinlich auch ganz normale und welche auch mit, also ein E-Bike, hast du auch Ich ein habe auch E-Bike? E-Bike, ja. Weil gerade in den USA, da ist ja Entfernung mal eine andere Nummer als hier. Ja. Und was ich feststelle mit dem E-Bike, wenn man da konsequent ist und wirklich auch richtig fett mittritt und nicht nur
so tut, ja, dann erhöhe ich extrem den Radius, ja, also von der Zeit her vor allem, ne? Also und ich komme in meinem E-Bike super weit, weil ich auch wirklich mittrete, weil ich ja auch gleichzeitig trainieren will und komme eben dadurch auf Geschwindigkeiten, die komme ich mit dem Treten alleine nicht und kann dadurch natürlich den Radius meiner Tour extrem vergrößern. Ich muss sagen, ich fahre ja auch in Berlin alles unter 15, also alles mit 15 Kilometern nur Rad. Mhm. Und ich bin manchmal dann natürlich auch ehrgeizig an der Ampel und dann regt mich immer tierisch auf, wenn mich dann Fahrräder abziehen und dann sehe ich, nee, das kann nicht sein, es muss eh sein. Ja, ist aber auch meistens so. Also ich war erst gestern wieder Fahrradfahren in den Bergen. Ich fahre hier immer gerne nach La Tobio. Das ist so meine kleine Runde. Und fahre da den Berg hoch und dann überholt mich einer mit einem Affenzahn. Aber es war gleich klar, das ist ein E-Bike. Aber heute ist das nicht mehr so schlimm. Aber als die ersten E-Bikes rauskamen, da hat man schon gedacht, wo bin ich denn jetzt? Also ich weiß, dass mein Berchtesgaden, da fahre ich auch gerne im Mountainbike. Da hat mich dann eine Frau überholt mit einem Anhänger und das Kind hinten drin. Ich kann mir genau vorstellen, wie du dich da gefühlt hast. Ja, da habe ich mir gedacht, so jetzt ist vielleicht Zeit, in den Ruhestand zu gehen. So zum Beispiel. Ne? Aber dann ist mir dann auch aufgefallen, dass das ein E-Bike war und dann war es wieder okay. Ja, genau. Bahn oder Flugzeug? Doch meistens Flugzeug, weil ich ja doch meistens weiter weg muss. Aber ich liebe die Bahn auch. Ich mag an der Bahn, dass man da einsteigt und dann da drin sitzt und schön arbeiten kann und sich um nichts kümmern muss. Wenn sie dann pünktlich ist. Ja, wenn sie dann pünktlich ist. Sagst du. Ja. Weiß oder schwarz? Das ist nicht schwer. Ich liebe blau, aber gut. Wenn es um Anziehen geht, definitiv eher schwarz. Wird nicht so schnell dreckig und sieht für mich auch irgendwie besser aus. Aber ja, ist jetzt beides nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe. Ja, ich bin auch, ich mag Blau auch. Schwarz ist allerdings immer natürlich sehr vorteilhaft, wenn man ja auch kräftig. Ja, genau. Deswegen sage ich ja, sieht schwarz besser aus. Ich habe das jetzt so ein bisschen umgehört. Also weiß ist immer, wenn man sich selber sieht, dann so, oh Gott, so kräftig bin ich? Oh Gott. Ja, das sieht beim Spiegel immer ein bisschen breiter aus, absolut. Halb leer oder halb voll? Definitiv halb voll. Also ich bin, glaube ich, ein positiver Mensch und ich möchte auch positiv denken. Das ist eigentlich meine Philosophie. Also definitiv immer noch voll. Bar oder zu Hause? Oh ja, auch eine schwere Frage. Bin wahnsinnig gern zu Hause. Also ich habe kein Problem, mich zu Hause zu beschäftigen, da ich ja so viel unterwegs bin. Aber mit guten Freunden an der Bar zu sitzen, auf einen netten Drink, darauf möchte ich auch nicht verzichten. So, jetzt kommt's. Jetzt bin ich richtig gespannt. Mhm. Pumps oder Sneakers? Ja, definitiv die Sneakers. Also, die Pumps, glaube ich, kann ich nicht so schnell laufen. Ich glaube, ich kann mit den Sneakers schneller laufen. Ja, ja. Sieht zwar mal todisch schick aus, ne? Aber, ja. Oh Gott, nee. Ja, sieht super schick aus und wenn es sein muss, natürlich. Aber wenn du mich fragst, hätten wir eigentlich die Stöckelschuhe für die Männer erfinden können und nicht für die Frauen. Job oder Familie? Auch beides. Ich liebe meine Familie und bin wahnsinnig gerne mit denen zusammen. Ich bin ja siebenfache Tante und bin deswegen auch wahnsinnig beschäftigt und wir verbringen sehr viele Urlaube zusammen. Aber da ich ja auch jobmäßig wahnsinnig eingebunden bin, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch immer froh, wenn ich sie wieder abgeben kann. nicht, weil ich sie nervig finde, sondern weil man dann eben einfach intensiv arbeiten kann. Also ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Misch. Wassereis oder Milcheis? Dann würde ich das Milcheis nehmen. Schmeckt irgendwie besser. Gelato. Ja, genau. Ja, jetzt ist schon wieder, ich weiß eigentlich schon, die Antwort, Joggen oder Radeln? Radeln, haben wir ja schon drüber geredet. Sommer- oder Winterurlaub? Schwere Frage. Ich liebe eher den Sommer, aber der Winter ist auch super. Ich bin ja in Berchtesgaden aufgewachsen, dadurch lebe ich Skifahren. Also wenn ich Skitouren gehen und Skifahren, Offroad, liebe ich auch sehr. So, jetzt kommt's. Würdest du lieber 30 Mal Achterbahn fahren oder mit mir ins Oktagon steigen und zu kämpfen?
Ich glaube, ich nehme die Achterbahn und kriege ich eins auf die Nuss. Nein. Ach Quatsch. Aber ich einfach so, ich finde es immer so schön, wenn man auch unter Kollegen sozusagen gegenseitig trainiert. Weißt du, du zeigst mir, wie ja, ich mal absolut. So richtig Auto fahre und ich zeig dir mal, wie du mal jemanden richtig eine draufhaust. Aber ich liebe Achterbahn. Also, ich auch, ich auch. Ja. Mega. Warst du schon mal im Heidepark Soltau? Im Heidepark war ich noch nicht, aber ich war sehr viel, ich weiß nicht, also in zum Beispiel in Tampa, weil ich ja ein Haus in der Nähe habe, ja. Und da gibt es auch einen riesen Achterbahnpark. Also da sind auch mega Achterbahnen und die anderen, ja, ich sag jetzt mal, verrückten Sachen. Und ich bin dann auch so, ich muss in die erste Reihe und wenn ich ja, nicht ich auch. Warte ich so lange, bis ich ja, ich auch. Gibt es ja so welche, da fällst du so direkt an den ja, Schlund ja, rein. Ja, 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 du musst da in der ersten Reihe sitzen, sonst brauchst du es gar nicht machen. Hast du umsonst angekommen. Also in Tampa ist das super, da kannst du so Fastpass kaufen. Ja, ja die kosten dann leider doppelt so viel, aber das lohnt sich. Du fährst mindestens viermal so viel. Ja. Ja. So, und jetzt die letzte und schwerste Frage meines Erachtens. Für 1 Million Euro 10 deiner Lebensjahre nehmen lassen, ja oder nein? Nee, auf keinen Fall. Also außer ich bin dann wirklich auch noch 10 Jahre jünger, dann können wir mal drüber reden, aber... Nein, ich würde sagen, nein. Ich habe alles, was ich gemacht habe, gerne gemacht. Und ich möchte eigentlich nichts missen, muss ich ehrlich sagen. Jutta, mit welchen drei Worten oder Attributen würdest du dich beschreiben? Abenteuerlustig, ungeduldig, wenn wir was Negatives nehmen oder vielleicht auch positiv, das kann man sehen, wie man will. Aber sehr zielstrebig und fleißig. Das ist, hätte ich jetzt auch sagen können über mich selber. Ja. Wahnsinn. Mhm. Ungeduldig ist auf jeden Fall ganz. Aber ja, ne? da kann ich an mir arbeiten, versuche ich auch immer, aber es ist super schwer. Ja. Was verstehst du oder was bedeutet für dich Women Hit Harder? Oh, das ist eigentlich eine Frage an dich, oder? An uns, wir können sie ja beide beantworten. Ja. Was würde das für mich bedeuten? Für mich bedeutet das eigentlich, dass wir wirklich selbstbewusst sind und an unsere Träume glauben. Ja, also manchmal, das ist jetzt schon wieder so ein Beispiel. Jetzt bin ich wirklich etliche Jahre ja nicht mehr gefahren. Jetzt bin ich da einfach mal so ins Auto gesprungen und das ist ganz gut gelaufen. Jetzt wollen sie, dass ich weiterfahre. Dann sagt man sich, tue ich mir das jetzt wirklich an oder nicht? Ja, und dann finde ich, muss man in sich hineinhorchen, will ich das? Oder würde ich es nur nicht machen, weil ich vielleicht Angst habe, mich zu blamieren? Ja, und diese Angst darf man nicht haben. Wenn man es wirklich will, soll man es machen. Und was passiert denn schon, wenn man sich blamiert? Wir haben so viel Angst, weil es sich vielleicht nicht gehört, weil es nicht normal ist, weil die anderen das eben nicht machen, ja, und weil es vielleicht untypisch ist für eine Frau und weil da vielleicht dann die Männer besser sind, keine Ahnung, oder man glaubt, sie sind besser. Davon sollte man sich nicht abhalten lassen. Man kann sich erst eine Meinung bilden, wenn man es wirklich probiert hat. Also wenn man was wirklich will, einfach ausprobieren, den Weg gehen und was außer sich eventuell blamieren, was. Und? Da kann man ja über sich selber lachen. Ne? Du hast sowas von recht. Ich weiß nicht, das ist so wirklich, glaube ich, so in einer Frau drinne, dieses sich dann irgendwie peinlich berührt fühlen, ja. Schämt. Ja. Man könnte ja scheitern, also lieber nicht machen. Ne? Ja. Aber komisch. Ich frage mich die auch. Männer haben das weniger. Ne? Also die sind sehr viel selbstbewusster. Ja. Und ich glaube, wir Frauen, oft machen wir etwas nicht, weil wir Angst haben. Wir schauen dabei albern aus oder blamieren uns oder sonst irgendwas. Oder wir kriegen Kritik. Ne? Und das ist wirklich hit harder, würde ich dann sagen, mach's. Hm? Und ja, auf Deutsch gesagt, scheiß drauf, was die anderen sagen, sondern man muss da vielleicht ein bisschen dickeres Fell bekommen. Und ehrlich gesagt, wenn man heute was Neues macht, das ist absolut normal, dass das nicht sofort funktioniert. Ja, man muss an sich arbeiten, man muss trainieren, das müssen die anderen aber auch. Ne? Und insofern kann man auch nicht erwarten, dass sofort alles sofort funktioniert. Wie gesagt, ich habe auch lange gebraucht, bis ich das erste Mal dann wirklich bei der DACA
gekommen bin mit diesem Serienmotorrad. Die erste Teilnahme war aus Gründen, dass man mir leider Diesel in mein Motorrad getankt hat, dann gescheitert. Dann musste ich erst wieder 3 Jahre hart arbeiten und auch viel trainieren und andere Veranstaltungen fahren, dass ich besser werde, bis ich dann meine zweite Chance gekriegt habe und die dann geklappt hat. Also ich sage immer, man hat erst verloren, wenn man nicht nochmal probiert. Oh Jutta, du sprichst mir wirklich aus der Seele. Danke. Also auch für deine Beispiele nochmal. Ich finde es immer wichtig, auch genau an dieser Stelle anzuknüpfen und irgendwie genau Leuten auch mal Mut zu machen. So, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal scheitert. Natürlich scheitert niemand gerne. Es ist scheiße und es tut weh und es will man natürlich nicht, weil man ja auch einen anderen Anspruch hat. Aber wenn es passiert, mein Gott, aufstehen, weiter trainieren, weiter üben, weitermachen und einfach straight forward. Ja, und das ist doch nicht so schlimm. Also deswegen hat man immer noch zu essen und die guten Freunde bleiben mit Sicherheit. Die schlechten sind vielleicht weg, aber dann hat man gut aussortiert, auch okay. Ich habe auch mal so einen tollen Spruch gehört, weißt du? Selbst wenn du heute scheiterst oder wenn du eine Niederlage hast oder wenn du diesen oder jenen Kampf nicht gewinnst, dann dreht sich die Erde morgen trotzdem weiter. Genau. Und tatsächlich, wenn man da mal auf diese Metaebene geht, dann ist es wirklich leicht auch zu verkraften, ne? Ja, und wenn man sich mal überlegt, was anderen schon alles passiert ist, das muss man sich vielleicht auch mal vor Augen halten. Man sieht immer sein kleines Problem als so, wow. Aber im Verhältnis, was vielleicht andere schon durchgemacht haben, ist das vielleicht nur eine kleine, eine Megakleinigkeit. Ne? Und man selber nimmt es aber als, die anderen reden vielleicht drüber, aber übermorgen reden sie über etwas anderes. Da ist es schon wieder vergessen. Wie gehst du eigentlich damit um? Also passiert ja jetzt nicht mehr, aber vielleicht auch wenn, also so als Ratschlag für andere, ja? Jetzt ist ja gerade Fußball irgendwie in aller Munde und dann sind ja irgendwie, haben wir ja 82 Millionen Bundestrainer, ist immerhin besser als 82 Millionen Virologen, kann man ja auch 82 sagen. Millionen Bundestrainer haben wir? Naja, weil... Nein. Ja. Doch im überspitzten Sinne, weil ja sozusagen jeder jetzt ein Fußballprofi ist. Und ach, jetzt habe ich verstanden. Ja, wollte gerade sagen, das kann ja gar nicht sein. Ja, jetzt bin ich jetzt auf der Leitung gestanden. Ja, klar. Jeder Einzelne, der vom Fernseher sitzt, ist dann der Bundestrainer. Jetzt habe ich es probiert. Ja, und dann so, das hat er wieder so und so scheiße gemacht in Deutschland und wir können uns das antun. Aber letztlich musst du da halt auch erstmal hinkommen, erstmal stehen und dann einfach auch natürlich abliefern. Ne? Und der Druck ist natürlich groß. Ich meine, die ganze Nation hat Druck. Und dann auch cool zu bleiben oder auch die Fragen von manchen Journalisten, wo du denkst, boah, ey, hat er die Frage jetzt wirklich gestellt? Was soll denn der Protagonist dir jetzt darauf antworten? Ja, eins kann ich dazu nur sagen, natürlich, je bekannter oder man wird, desto größer wird auch der Druck. Ja, also wenn ich heute in einem Team war und ich bekomme dafür auch noch bezahlt, ist der Druck groß. Weil das Team möchte dafür Leistung sehen. Das ist ja logisch. Und genauso, wenn ich Bundestrainer bin, ist es ja genauso. Und dann ist natürlich die Kritik schnell da, wenn es mal nicht so funktioniert. Und wenn man jetzt wirklich eine total blöde Frage bekommt, dann am besten irgendwas antworten, was vielleicht gar nicht die Frage war, sondern bevor man irgendeinen Blödsinn redet. Ne? Ja, schönes Wetter heute, oder, ja, finde ich. Ja, auch. Irgendwie so. Oder einfach sagen, da fällt mir jetzt gar nichts drauf ein. Oder irgend sowas, ja. Also... Ja. Absolut. Man muss ja nicht auf jede Frage antworten, vor allem, wenn man keine Antwort parat hat. Und was ich auch lernen musste, sehr viel, ist eigentlich erstmal vielleicht überlegen. Ja? Also das ist nicht so einfach, weil ich bin auch so ein Sprudelmensch. Also so, ne? Also ich denke immer, ich muss sofort was sagen oder tun. Oder ich bin so ein Macher, ja. Und mir fällt es dann schwer, wenn dann, ich sage jetzt mal, 30 Sekunden vergehen, wo keiner was sagt. Ja. Da meine ich immer, ich muss jetzt was sagen. Du denkst, du bist der Wortführer, um dieser Situation. Ja, genau. Ich muss irgendwie jetzt der Führer oder der, weil sonst die Situation peinlich wird oder keine Ahnung. Das hat man ja relativ oft im Leben. Ne? Ja. Und da muss man sich ein bisschen zurücknehmen. Sagen, wieso eigentlich? Ich muss gar nichts sagen, sondern die anderen sagen ja auch nichts. Warum muss ich jetzt was sagen? Ich muss nicht immer der Führer sein. Ne? Ja. Ey, ich bin da wirklich, das ist so, ich habe mich gerade selbst sprechen hören. Das ist ja unglaublich. Ja, nein, es ist aber so. Also das ist natürlich, wenn man so ein bisschen Machertyp ist, dann hat man dieses Gen in sich, ne? Und dann muss man sich vielleicht das ein oder andere mal zurückhalten. Oder was auch total typisch ist, wenn jetzt irgendwas kommt, was super ungerecht ist, dann bin ich so die Erste, die sofort anrufen will, ne? Und sagen will, bla 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 und bla 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 und bla bla bla. Also da muss ich mich heute, und das kann ich heute relativ gut, einfach sagen, ich schlafe erstmal eine Nacht drüber, du musst überhaupt nicht reagieren jetzt, ne? Mhm.
Und wenn man eine Nacht drüber schläft, dann hat man sich erstmal schon mal ganz andere Vorgehensweise überlegt. Und meistens ist auch schon der Dampf ein bisschen raus, ne? Was sehr hilfreich sein kann. Du hast echt recht. Und es klingt, als hättest du wirklich in dem Bereich auch viel Lebenserfahrung gemacht und dir ein dickes Fell angeeignet. Ich glaube, anders funktioniert es dann auch gar nicht in unserer Branche. Ja. Absolut. Also wie gesagt, ich glaube, das geht jedem so, dass er einfach in Situationen kommt, wo man sich oder andere ungerecht behandelt fühlt und oder mit irgendwas überhaupt nicht einverstanden ist aus irgendeinem Grund. Und da muss man dann vielleicht erstmal überlegen. Ja. Jutta, letzte Frage, dann entlasse ich dich auch. Du hast so viel zu tun. Und zwar würde ich gerne noch mal wissen, was ist der größte Traum deiner Lebensjahre? Was hast du dir bisweilen schon erfüllt und was kommt noch? Also ich würde wahnsinnig gern zum Mond fliegen und da mit einem Mondmobil, eine neuere Version, ein bisschen schneller, mal so richtig weit springen, weil da ist nämlich die Anziehungskraft viel geringer. Da kann man schön weich und weit springen. Du bist echt der Wahnsinn, ey. Hammer. Na gut, also wenn du möchtest, dann gehören gern die letzten abschließenden Worte dir, liebe Jutta, und bitteschön. Ja, war ein super Gespräch. Vielen Dank dafür. Und ja, ich kann nur sagen, folgt euren Träumen, weil aus irgendeinem Grund träumt man die und meistens ist man in der Richtung auch gut. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir alles Gute. Ich drücke dir mega die Daumen für die Rennserie. Ich werde es auf jeden Fall natürlich sowieso verfolgen, auch auf der Arbeit. Und wir brauchen übrigens ganz viele Votes dann. Also wenn das Rennen stattfindet, dann kann man auf dem Internet uns auswählen. Also Abt-Team, das ist der Matthias, Ekström und ich. Und du kannst auf einen Fahrer dein Vote geben. Und dann bekommen wir mit diesem Vote, wenn wir die meisten Votes haben, die bessere Startposition im Finale. Also ganz wichtig. Also wenn irgendjemand das hört und uns helfen will, Ende August, bitte Extreme E, für uns voten, dass wir durch euch dann ganz vorne stehen. Ihr Lieben, ihr habt es gehört, Jutta Kleinschmidt hat es nochmal angesprochen, voten, 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 klicken, 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 Women Hit Harder, liken, teilen, weiterempfehlen. Ja. Jutta Kleinschmidt, Rallye-Legende und einfach eine großartige Frau. Ich danke dir sehr, dass wir heute gesprochen haben. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis bald, hoffe ich. Danke. Tschüss.